Börsencrash, war da was? Die Märkte entkoppeln sich gerade von der Realwirtschaft und schweben schon wieder auf rosa Wölkchen. Denn während die Frühjahrsprognose der Bundesregierung einen Einbruch des Wirtschaftswachstums von 6,3% sieht und über 10 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit stecken, steigt der DAX schon wieder munter über die Marke von 11.000 Punkten am Donnerstag und gibt leicht wieder ab am Freitag. Grund sind positive Nachrichten zum Ebola-Medikament Remdesivir, das auch einen positiven Effekt auf Corona-Infizierte haben könnte. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. An der Wall Street ging es noch kräftiger nach oben, während sich in den USA gut 30 Millionen Amerikaner bereits arbeitslos gemeldet haben. Ich habe mich über diese Situation mit dem Einstein der Wall Street, Peter Tuckman, unterhalten und er findet das verrückt und erwartet wieder Rücksetzer. And we've seen an outrageous rally in the event of a global economic slowdown, bankruptcies, stimulus, virus, hundreds of thousands of deaths, millions of people infected, and it's absolutely nuts. Why is the market keep going up? Why is the market not trading in concert with the economy? Why is the market at a complete divergence from what's going on in reality, in the world, in the economies, right? 26 million people being laid off. People dying across the world from China to the United States. Europe hit hard. Economies at a standstill. Airlines are down. Oil is down. Absolutely biblical. Biblical shit going down. And the market continues to rally. There's a part of me that believes this market will retest the lows once the market catches up with the economy. Gleich nach dem Veranstaltungshinweis schauen wir auf die Deutsche Bank und Wirecard. Webinare statt Seminare. Bei der Trading House Börsenakademie gibt es jetzt die kostenlosen Webinare für euch, die ihr ganz bequem von zu Hause aus in dieser Zeit nutzen könnt, um euer Tradingwissen zu verbessern. Das nächste Webinar ist am 5. Mai mit André Stagge, das Thema Chancen in der Börsenkrise, und am 17. Juni erfolgreich traden mit dem Trendfolgesystem Bluestar. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden und schaut auch auf die Webseite trading-haus.de für mehr Informationen. Bei der Deutschen Bank werden Kunden zukünftig zur Kasse gebeten, denn Neukunden ab einem Vermögen von 100.000 Euro müssen einen Negativzins zahlen. Der Verlierer der Woche ist Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hatte eine rabenschwarze Woche, die Aktie zeitweise minus 30%. Was steckt dahinter? Auf der einen Seite ist man enttäuscht, dass natürlich der Wirtschaftsprüfer in seinem Sonderprüfungsbericht sagt, dass Wirecard vermeintlich nicht kooperiert hat, dass man gar nicht sagen könnte, inwiefern und ob sie überhaupt denn da Bilanzen eventuell manipuliert haben. Dieser Vorwurf steht ja im Raum. Das ist sicherlich sehr negativ. Wir dürfen ja nicht vergessen, Wirecard ist ein DAX-Unternehmen, keine Klitsche aus dem ungeregelten Freiverkehr, das muss man sehr deutlich sagen. Auf der anderen Seite gibt es die andere Theorie, die natürlich sagt, hier haben die Hedgefonds großes Interesse daran, mit schlechten Nachrichten die Wirecard-Aktie nach unten zu prügeln, damit Geld zu verdienen. Und jetzt die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf Bayer. Der Chemie- und Pharma-Riese hat Quartalszahlen für Q1 präsentiert und die Analystenprognosen übertroffen. Dabei legte der bereinigte Betriebsgewinn in Q1 um gut 10% auf 4,39 Milliarden Euro zu. Vor allem die Agrarsparte und das Pharmageschäft verhalf dem Unternehmen zu dem in Teilen überraschenden Ergebnis. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen eine Longchance. Ein Blick auf den aktuellen Kursverlauf offenbart einen Anstieg über den bisherigen Widerstand, bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt, um 59,47 Euro. Und damit Eintritt in die Anfang März gerissene Kurslücke. Sollte die Aufwärtsbewegung weitere Käufer anlocken können, wären direkte Kursgewinne bis in den Bereich von 65,55 Euro vorstellbar. Von da an wird es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne durchzusetzen. Der US-Zahlungsabwickler PayPal lässt keinen Zweifel an der Erfolgsstory des Unternehmens, vor allen Dingen, wenn man auf den langfristigen Trend schaut.
Der Wert kletterte bis Mitte Februar sogar auf 124,39 Dollar, doch nur wenig später zwang die Corona-Krise die Aktie auf 82,01 abwärts. Von diesen Tiefs konnte sich PayPal in den letzten 5 Wochen jedoch rasch wieder erholen. Die Trading House Börsenakademie-Analysten sehen hier eine Long-Chance und auch die Investoren sind für PayPal anscheinend ordentlich positiv gestimmt. Sollte es in den kommenden Wochen gelingen, die Rekordhochs bei 124,39 Dollar zu knacken, kämen rechnerisch weitere Gewinne in den Bereich von sogar 150,80 Dollar ins Spiel. Entscheidend wird jedoch die Reaktion der Marktteilnehmer im Bereich der Rekordstände werden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der kommenden Woche bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.